Hi, ich bin Melanie und ich möchte euch bei Fitoria das Thema Sport ein bisschen näher bringen. Hallo, ich bin Vanessa und bin für das Thema Ernährung zuständig. Mein Name ist Sinan und ich bin hier, um euch für Sport und Fitness zu motivieren. Vielleicht können wir damit einsteigen, so, was war die Grundidee? Wir haben viele Fitnesskanäle gesehen. Wir selbst machen viel Sport, wir ernähren uns gut und ich bin sowieso immer jemand, der gerne andere Leute inspiriert und motiviert. Die Fitnessszene geht oft in eine radikale Richtung, in so eine extreme Richtung und davon wollen wir uns eher abgrenzen. Mir ist auch wichtig, dass man sieht, man kann auch Fitness betreiben, man kann sich auch gut ernähren, ohne gleich irgendwie so ein religiöser Fanatiker zu sein. Bei der Frage, was wollen wir eigentlich? Im Idealfall wäre es so, wenn wir es schaffen, dass jemand, der vielleicht gesagt hat, sich schon länger gesagt hat, ich möchte gerne mal was machen, ich möchte ein bisschen aktiver werden, dass wir denjenigen überzeugen können, ich mache jetzt mal ein bisschen was, ich bewege mich besser, ich achte ein bisschen besser auf meine Ernährung und vielleicht schaffe ich es ja mit meinen Motivationsansprachen, da jemanden eben zu motivieren. Melli zeigt euch dann, wie es geht und Vanessa erklärt euch dann noch, was ihr dann am besten dazu esst. Also was uns sicherlich ganz wesentlich von anderen Kanälen unterscheidet, ist, dass wir euch nicht so ein spezifisches Programm an die Hand geben, das ihr für x Wochen macht und am Ende habt ihr dann ein Endergebnis und dann fertig. Fertig gibt es nämlich eigentlich nicht. Es geht beim Thema Fitness, Ernährung und Sport auch mehr so darum, dass es wirklich eine Änderung des eigenen Lifestyles ist. Eben nicht zum Extremen hin, sondern dass man es schaffen kann, so seinen Alltag etwas sportlicher zu gestalten und sich das eben auch lohnt. Also es lohnt sich wirklich. Und was uns auch unterscheidet ist, auf der einen Seite, du hast es gerade gesagt, kein ganz klar strukturiertes Programm. Am Ende des Tages müsst ihr selber schauen, wie ihr das umsetzt. Wir geben euch nur sozusagen die Tools und die Ideen an die Hand. Was auch ganz, ganz wichtig ist bei uns, wir wollen euch nichts verkaufen. Es gibt keine Nahrungsergänzungsmittel, keine Pülverchen. Wir konsumieren sie selber auch nicht. Nein. Das klingt schon fast wie Drogen. Wir nehmen davon nichts und wir empfehlen das nicht. Es gibt keine Affiliate-Links, überhaupt nichts. Es geht wirklich einzig darum, dass wir festgestellt haben, dass viele Leute unseren Lifestyle sehen und sagen, ey, das würde ich auch gern. Ich finde das gut, ich finde das toll, wie sportlich und motiviert ihr seid. Und ja, deswegen haben wir uns einfach überlegt, warum den Leuten nicht einfach zeigen, dass es gar nicht so kompliziert und schwierig ist. Und man eben auch diese ganzen Zusatzprodukte einfach gar nicht braucht, was viele wahrscheinlich doch vermuten immer noch. Stellt sich noch die Frage, warum gerade wir euch das vermitteln können? Also warum widme ich mich dem Thema Sport? Ich bin nebenberuflich als Trainerin tätig, arbeite im Fitnessstudio, gebe dort Kurse und ich bekomme von meinen Teilnehmern eigentlich immer wieder das Feedback, dass sie sich von mir gut abgeholt fühlen, dass ich ihnen sehr viel zur Technik oder generelles Wissen zu den Übungen vermitteln kann und sie darüber auch hinaus auch noch echt Freude haben an dem, was sie tun. Und ich denke, das ist eine gute Grundlage, um das weiterzugeben. Ich kann das nur bestätigen. Ich besuche Kurse bei ihr. Vanessa, warum bist du zuständig für Ernährung bei unserem Kanal? Weil ich leidenschaftlich gerne koche. Und sehr, sehr lecker. Danke. Und ich mich für das Thema Ernährung sehr interessiere, da auch in die Tiefe gehe, mich sehr viel informiere. Und ich euch das Thema einfach vermitteln möchte, wie man mit einfachen Zutaten eine ausgewogene Ernährung hinbekommt. Ja, und warum mache ich das Thema Motivation? Auch letztlich deswegen, weil ich ganz, ganz, ganz viel Feedback von meiner Umgebung bekommen habe, dass ich sehr inspirierend teilweise wirke, dass die Leute sagen, okay, wow, deine Stories, deine Texte, deine Bilder und so, das motiviert mich, was zu machen. Und ja, wenn man das so gesagt bekommt, man soll ja sich ja immer darauf konzentrieren, was man gut kann. Also quatsche ich einfach auch so lange auf die Leute ein, bis sie sich bewegen und das umsetzen, was ihr ihnen mitgebt.